So, jetzt müsste ich alle drei Kameras geklatscht haben. So, so, moin und hallo erstmal. Ja, ich drehe eigentlich nur eine kleine Runde, um den ganzen Krempel nochmal zu testen. Letztes Mal war ich ja mit der Performance der GoPro nicht ganz so zufrieden. Jetzt ist sie hier, die 5er. Und dieses Bild ist von der 7er Hero 7 Black, die ich mir dann doch mal neu zugelegt habe. Hätte das gedacht. Porsche kauft eine neue Kamera. Unfassbar. Ja, und bevor jetzt gleich die Belehrung losgeht, von wegen, warum kaufst du denn nicht gleich eine 8er oder eine 9er? Ganz einfach, die 8er hat keinen großen Vorteil gegenüber der 7er, vor allem wenn man noch eine 5er hat. ganz einfach, Akkus sind kompatibel von der 5 und der 7, Gehäuse sind kompatibel und so waren für mich die Vorteile der 7er doch größer als die der 8er. Dazu noch der Preis, auch nochmal irgendwie 60, 70 Euro billiger, circa, vielleicht ein bisschen mehr. Und jo, habe mich eine Weile belesen und gemacht und getan. Also ich habe drei unabhängig voneinander stattfindende Vergleichstests mir durchgelesen und da war die einhellige Aussage, dass die Vorteile der 7er gegenüber der 8er umgekehrt so marginal sind, dass sie zu vernachlässigen sind und man das auch gar nicht verstanden hat, warum man das nicht im Zuge eines Software-Updates oder Firmware-Updates macht. Nichtsdestotrotz, Hypersmooth da hinten jetzt, hoffentlich ein bisschen stabileres Bild. Letztes Mal war es eine rechte Katastrophe. Das hier vorne ist natürlich bombenfest mit RAM-Mount und jo. Ich denke, da wackelt nichts. Hinten sind noch ein bisschen Vibrationen. Da habe ich auch zwei Alternativen. Und das werde ich dann auch gleich mal umstecken. Ich euch dann gleich mal zeigen. So, das ist aber nicht alles. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Hier auf dem Tank ein kleiner Tankrucksack. So klein ist er gar nicht. Vor allem bei dem kleinen Moped hier. Auch dazu gleich ein bisschen mehr. Ich habe eine ganze Weile gesucht, bis ich was gefunden habe in Richtung Tankrucksack, weil ich wollte auf hier keinen Fall irgendwas Großes. Ich hatte ja früher mal so einen typischen Magnet-Tankrucksack. Das ist halt sowohl bei der Möhre hier als auch bei der großen einfach nicht machbar, weil da kein Stahltank drauf ist, sondern alles Plastik.
So, und so bin ich dann bei der Firma Giwi fündig geworden. Sieht man es hier? Giwi? Keine Ahnung. Und habe da über dieses Tanklok-System eine Lösung gefunden, dass ich das Gerät, also den Rucksack hier, sowohl an dem großen als auch an dem kleinen Motorrad nutzen kann. Und da kann ich euch gleich mal zeigen, wie das vonstatten geht. Ich habe versucht, mit dem DJI Pocket 2 ein Video zu drehen. Keine Ahnung, ob das was geworden ist. Wenn ja, spiele ich es jetzt hier ein. So, wie versprochen. Das ist dieser Ring. Der kommt jetzt einfach hier an diese vier Punkte. Das heißt, die muss ich jetzt mal eben lösen. So, die Schrauben sind recht lang. Das heißt, es könnte einfacher sein, als ich dachte. So, circa 10 Minuten später, alles fest, bombenfest, mit vier Schrauben und hier kommt das gute Stück. Sitzt bombenfest und müsste eigentlich gezwungenermaßen auch gerade sein. Gefilmt habe ich die ganze Zeit von diesem Halter aus, mit der, da war ich jetzt drin. Diese Kugel habe ich hier auch gerade eben noch vorher festgemacht, in der Lenkerklemmung. Und so, da ist das gute Stück. Hier ist eine Gumminocken drunter hier. Hier unten, das liegt dann hier auch auf dem Kunststoff, dass auch nichts flattert. Dann haben wir, wie gesagt, die vier Befestigungspunkte. Und hier die Geschichte zum Lösen, aufmachen, abziehen, fertig. Und was ich vorhin gesagt habe, was ich ganz cool finde, ist dieses Schloss hier. Da habe ich einen ganz normalen Schlüssel für. Da kann ich den Tankrucksack abschließen und habe ihn quasi safe am Bike. Brauche ihn nicht mit mir rumtragen. So, und so sieht das Ganze so ein bisschen von der Entfernung aus. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Jetzt mache ich mal kurz den Rucksack weg. So, und dann sieht das Ganze so aus. Und das sieht jetzt tatsächlich schlimmer aus, als es ist. Weil dadurch, dass die Möhre keinen Tankdeckel hat, finde ich, dass das jetzt auch nicht sonderlich aufträgt. Ja, und wenn nicht, dann zeige ich euch gleich, wenn ich anhalte, wie das Ganze aussieht hier. So, hier ist dieser Tankrucksack. Scheiße. Mit diesem Tanklokverschluss hier. Zack. Weg ist er. Der Halter sieht ein bisschen, jo,
Aber dadurch, dass die Möhre keinen Tankdeckel hat, wie gesagt, halb so schlimm. Aufsetzen. Fest. So. Ich mag ja diese Fernbedienung von den GoPro. Tatsächlich. Weil es einfach funktioniert. Zumindest bei mir. So, nichtsdestotrotz mache ich jetzt mal hier einen neuen Akku rein. Und hinten, weiß ich nicht, mal auch mal einen neuen Akku reinmachen. Und dann tausche ich die mal um. Und zwar seht ihr, wo sie jetzt ist. Und zwar mit einer endgeilen Befestigung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich bin da nur zufällig drauf gestoßen. Und zwar hat GoPro so eine Halterung mit so einer Kugel. Also hier drin ist eine Kugel da drin. Und da kann man das schön verstellen. Das geht sehr schwer. Muss man fast Gewalt anwenden. Und kannst in jede x-beliebige Position, einen bestimmten Grad, Kreis, also hier Winkel, Neigung, ne? Bestimmt zu einem bestimmten Grad und drehen rund um die, also auch 360 Grad. Ne? Man sieht ja, die Halterung ist schräge und das guckt trotzdem gerade. Erspart einem so ein paar Umlenkärmchen und damit wird die ganze Chose vielleicht ein bisschen ruhiger. Das haben wir jetzt vielleicht gesehen, ob so ist oder nicht. Schauen wir mal. Aber jetzt werde ich das Ding umstecken und werde es von hier hinten nach hier stecken. Hier habe ich einen rahmenfesten Punkt. Da ist eigentlich so eine Abdeckung drauf, also ein Deckel drauf hier, so wie hier drüben. Und damit ist diese Plastikhalterung, da unten ist unsere Halterung, da ist normal der Auspuff dran fest. Da drüben ist er auch dran fest. Hier ist er aber nur die, diese Kunststoffabdeckung dran. Ne? Das an dem Ausleger ist der Griff fest. Und ich habe Scheiße gelabert, der Auspuff ist da gar nicht dran fest. Da ist nur der Griff fest. Also der diese Gepäckbrückenteil da. So, scheiß Wetter ist, habe ich natürlich auch ein Mikrofasertuch dabei. Ich habe jetzt bei der GoPro hier einfach mal nur so ein Polarisierungsfilter drauf. Mal gucken, ob das was kann. So, jetzt machen wir die mal aus. Sollten sie beide ausgehen? Machen sie auch. Hupen beide. So, dann machen wir sie mal beide ganz aus. Will ich mal sehen, ob die auch ganz ausgehen. Na super. Wie waren es so gehört? So, jetzt komme ich natürlich mit dem Navi ins Gehege. Pferde. Oh, komm gar nicht im Navi ins Gehege. Wie waren es so gehört? So. Fünfe. Gebraucht. Aber die sieht auch bald so aus, weil irgendwie verrammelt man die zwangsläufig. Komisch. Kann man nichts machen. So, der Tankrucksack hier. Wie gesagt, so ein kleines Teilchen. Abschließbar. Ich habe sogar zu Hause ein kleines Vorhängeschloss gefunden. Das da reinpasst. Das heißt, ich kann das Ding einfach nur am Moped lassen, wenn dann mal die Saison losgeht. Und das dann vielleicht an der großen ist der Tankrucksack und nicht mehr an der kleinen. So, jetzt machen wir hier mal einen Akku rein, einen anderen. Da muss ich mir echt was überlegen, wenn ich das dauerhaft machen will mit GoPro hier. Dann, ja, die Fresse. Ihr seht, ich bin total vom Fach. So, wenn der Winkel jetzt nicht ganz stimmt, dann ist mir das ehrlich gesagt scheißegal. Ich habe jetzt natürlich alles Mögliche hier im Blickfeld. Wie den Blinker und den Auspuff. Und durch diese digitale Stabilisierung werde ich das jetzt wohl auch sehen. Dass es rumwabert. Aber das schaue ich mir gleich mal an. Das bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das aussieht. Am Helm sage ich immer, will ich keinen Stabilisator. Weil der...
dafür sorgt, dass alles, was statisch ist, rumwabert. Und das gefällt mir nicht. So, auch die Befestigung von der Fernbedienung muss natürlich auch anders. Mal sehen, wie ich das mache, weil ich jetzt das Display gerne in der Fahrt gar nicht ablesen kann. Ne? Deswegen macht es jetzt nicht viel Sinn, so wie es ist. Also es funktioniert natürlich trotzdem, aber ach so. Aber es ist halt, ja, ich nutze nicht die volle Bandbreite der Funktionen. So, beide sind auch im gleichen Modus. Ich will das einfach mal sehen. Ich habe jetzt einfach stinknormal 1080-60 mit alles automatisch. Ich will einfach sehen, was die Kamera kann. Ich habe zu Hause auch schon ein paar ND-Filter und werde auch mich dahingehend mal damit beschäftigen. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt wollen wir erstmal generell mit der Technik hier klarkommen. So, schauen wir mal. Startvorgang ist natürlich schütteln par excellence. Schade, dass hier nass ist. So eine schöne Strecke, aber wenn sie nass ist, dann muss man auch ein bisschen langsam machen, ne? Oh, das ist aber auch ärgerlich jetzt, Mensch. So, jetzt weiß ich auch, dass die Tankleuchte funktioniert. Und jetzt werde ich auch gleich sehen, wie weit ich damit noch komme. Oder ob ich mal mindestens noch so 10 Kilometer weit komme. Da kommt nämlich eine Tankstelle gleich. Das ist ja schon faszinierend, gell, hier mit den Dingern, die da aufgestellt werden. Und hier ist alles feucht. Das ist so schade. Das ist schade. Schade, schade, schade. Aha. Nicht Schafe. Oh, weg vom Bitumenstreifen. War kein Stress. Thank you.
So, das war jetzt tatsächlich das erste Mal, ja nicht ganz, das zweite Mal, dass ich getankt habe mit dem Kalb. Das erste Mal, dass ich einen Tank verfahren habe. Und ja, bei 10 Liter Abnahme ging die Reserve an. Da muss ich schon mal was gucken, wie viel da reinpasst. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel da reinpasst. Steht jetzt unten. Aber da kann ich mich ja da mal langhangeln. Ne? So, ich bin echt mal gespannt, was die GoPro-Aufnahmen können. Wie gesagt, die 5er hier vorne ist ja wie in Stein gemeißelt. Die bewegt sich ja gar nicht. Aber auf die 7er von hinten, da bin ich ja mal gespannt. Jo, ansonsten nicht viel Neues. Man, ja, wie soll ich sagen, man fiebert zwar so ein bisschen der Saison entgegen, aber auch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil man ja gar nicht so wirklich weiß, was geht und was nicht. Bleib's dabei, dass wir ab und zu mal eine Runde um die Haustür drehen. Können wir eine größere Tour fahren. Naja, die Planung läuft. Jetzt wird es doch frisch. Sonne ist gleich weg. Sagen wir jetzt 17 Uhr. Keine Ahnung. In einer Stunde wird es dunkel. Oh, das ist furchtbar, bei dieser, wenn es so ein paar Grad nur hat. Und es ist irgendwo eine Stelle, wo sich eine Lücke auftut zwischen Hose und Stiefel, an der Jacke, hier oben am Kragen. Oh, sind es jetzt sofort saukalt, ne? So, ab nach Hause. So, aber ist doch schön, dass man um 17.28 Uhr noch was sieht und noch mit dem Motorrad unterwegs sein kann, wenn man ein bisschen bekloppt ist. Aber jetzt reicht es dann auch. So anderthalb, ja, also zwei Stunden war ich jetzt unterwegs. Und ja, die gute alte Drift läuft noch. Ja, ich habe jetzt zwei GoPro-Akkus leer gemacht. Die sind beide kurz vor kurz vorm Ausgehen schon wieder. Und die Drift läuft immer noch. Naja, hat andere Vor- und Nachteile. Alles hat seinen Vor- und Nachteil. Jo, bevor ich jetzt zu Hause bin, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr euch mein nächstes Video auch anschaut. Und weil das so ist, sage ich mal wieder ganz optimistisch. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.